Jo, hallo und willkommen wieder auf dem wohl dümmsten Kanal Deutschlands, dem Alphalauch. Ja, Leute, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass es jetzt mittlerweile einen Beef gibt. Und zwar zwischen Tanzverbot und Abdel. Und ja, wie das Ganze halt so sein muss, muss ich halt mal meine Meinung dazu äußern. Denn ich bin ja ein übelster Meinungsblogger und ich brauche die Relevanz auf jeden Fall. Kappa. Nein, auf jeden Fall haben mich auch einige schon gefragt, ja, was sagst du eigentlich zu der Thematik? Wir haben auch schon im Stream drauf reagiert und einige fanden auch so, ja, das ist eigentlich eine spannende Sache. Kannst vielleicht auch mal ein Video machen. Deswegen mache ich natürlich auch das Video. Ist eine coole Sache. Und mich persönlich hat es auch sehr interessiert, weil das ganze Thema halt echt, finde, es ist halt wirklich spannend, was dort alles so abgeht. Ich finde generell, dass gerade auf Madeira viel zu viele YouTuber sind. Ich finde das cool, dass viele Leute dort zusammenhalten, Kontakte knüpfen. Ist eine coole Sache, aber ich finde, es ist zu viel, eben weil dann halt Gruppen entstehen. Und ja, natürlich gibt es dann irgendwann Beef. Und das war irgendwie auch teilweise vorhersehbar. Dass es natürlich jetzt so eskaliert, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass. Auf jeden Fall hat heute, beziehungsweise ich weiß nicht, wann das Video online kommt, ich sag mal gestern, Tanzverbot ein Statement-Video veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass er von Abdel sozusagen auch als fettes Schwein beleidigt wurde, dass er irgendwie ausgegrenzt wird und keine Ahnung. Und ich kann das Ganze eigentlich sehr gut verstehen, beziehungsweise kann ich seine Argumente sehr gut nachvollziehen. Unge hat dann später auf dieses Statement-Video reagiert und hat meines Erachtens nach einen großen Fehler gemacht. Und zwar hat er einfach wirklich sehr spontan reagiert und sehr unreflektiert reagiert, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Er hat sich sehr oft widersprochen und seine Reaktion war absolut parteiisch. Also sorry, es ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber am Anfang sagt Unge, dass er unparteiisch ist und danach sagt er, natürlich ist er auf Abdels Seite, weil Tanzverbot das Gespräch nicht akzeptiert hat, sage ich mal. Also von daher ist das Ganze halt einfach parteiisch gewesen. Es tut mir halt einfach leid. Und dann muss man einfach sagen, dass diese Sprachnachricht, die Abdel irgendwie gemacht hat, was Unge irgendwie im Stream auch gezeigt hat, dass sie sehr merkwürdig klang und dass ich das irgendwie nicht ganz abkaufe. Zum einen muss man halt sagen, dass Revi auch noch einen Tweet rausgehauen hat, dass Tanzverbot gesagt hat, dass er das Kanackengetue von Abdel nicht feiert. Da muss ich halt jetzt erstmal sagen, ich finde jetzt das Wort Kanackengetue nicht wirklich schlimm, weil ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt ein scheiß Kanacke ist, wie es dargestellt wurde, sondern dass einfach die Art, wie er so rüberkommt, dass er das halt nicht feiert. So sollte das eigentlich rüberkommen und dazu finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Wenn mich jetzt jemand Allmann nennt, dann finde ich das auch nicht schlimm. Soll mich halt jemand Allmann nennen? Das juckt mich einfach an Scheiß. Und dann wurde halt von Unge das Ganze so verharmlos dargestellt, dass hier Abdel irgendwie gesagt hat, ja, dass Tanzverbot ein fettes Schwein ist oder dass er generell ein Fettsack ist. Und da muss ich halt aber sagen, wenn man das jetzt einfach mal vergleicht zwischen das Kanackengetue oder beziehungsweise die Kanackenart und du fettes Schwein, finde ich fast du fettes Schwein eine beleidigendere Art. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich bewerte das als fast noch schlimmer, weil Tanzverbot ist ja auf die Insel gekommen, um halt einfach abzunehmen, weil er selber die ganze Zeit eventuell gemobbt wurde, beleidigt wurde aufgrund seines Aussehens, weil er sich selbst nicht mehr wohlgefühlt hat. Dann wird er als fettes Schwein beleidigt. Das gibt ihm jetzt nicht wirklich Kraft, sage ich mal. Dementsprechend stehe ich da schon irgendwo hinter Tanzverbot. Ist jetzt auch nicht böse gemeint. Wie gesagt, ich bin eigentlich relativ unparteiisch. Als ich mir das dann später aber angeguckt habe, muss ich halt wirklich sagen, dass Tanzverbotsargumente viel, viel einleuchtender waren und es letztendlich durch die Tweets von Revi das Ganze bestätigt hat, dass er eigentlich Tanzverbot auch recht hat. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Auf jeden Fall ging es dann später noch so weiter und aufgrund dessen, dass halt Tanzverbot Kanackengetue gesagt hat, hat halt Unge gemeint, ja, das ist so extrem rassistisch, das ist so schlimm. Ja, er kauft auch von mir aus ein Ticket für einen Rückflug irgendwie, weil er unterstützt gar keinen Rassismus und er hat halt so das Ganze dargestellt, dass Tanzverbot jetzt ein Rassist ist, wo ich halt sage, Bro, chill doch erstmal, du sagst gerade eben Wörter, die du dann später vielleicht bereuen wirst, keine Ahnung. Und letztendlich finde ich das Ganze gar nicht so schlimm gewesen, was Tanzverbot gemacht hat. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht gut, dass Tanzverbot das Gespräch komplett abgelehnt hat, ne, zwischen Abdel, ihm und Unge, weil so kann man halt den Streit schlichten. Aber ich meine, wenn Tanzverbot einfach nicht mit Abdel reden will und er das halt in die Öffentlichkeit tragen will, dann ist es halt so. Da muss aber jeder das so bewerten, wie er das für sich gut findet. Also dann kann ich das auch verstehen, dass Unge das halt scheiße findet, dass er das Gespräch nicht annimmt, weil er hat ihn halt auch 10 Stunden davor auch schon aufgefordert, das Ganze endlich mal zu klären. Dass dann später das Video trotzdem kam, muss halt jeder so sehen, wie er will. Ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, weil so gibt es mal wieder Beef, es ist mal wieder interessant. Letztendlich muss man aber sagen, dass das Ganze halt wirklich mega kindisch ist, dass nur aufgrund einer Beleidigung und auf einer Gegenreaktion so ein unglaubliches Theater entstanden ist. Und vor allem verstehe ich ein was nicht. Warum hat Abdel, und das ist jetzt ganz komisch, warum hat Abdel direkt das, was passiert ist mit Tanzverbot, umgepetzt? Das ist, was ist denn das für ein 31er-Move, direkt alles Unge zu petzen, als wäre Unge der Vater von Abdel?
What the fuck? Also das ist halt sowas, was ich gar nicht verstehe. Generell, ich kann auch Tanzverbot zum Teil verstehen. Ich finde die Videos von Abdel auch jetzt nicht unbedingt geil, weil Abdel einfach so überaus cringige Fake-Lachen und Fake-Reaktionen jedes Mal aufzeigt. Das ist einfach, ich kann mich damit auch null identifizieren. Ich habe keine Ahnung, warum der so überkrass riesig ist. Also er hatte über 500.000 Abos. Es ist einfach eine schwierige Sache. Und ich glaube einfach, dass Unge dem Ganzen halt glaubt, also Abdel und sowas glaubt, weil halt viele hinter Abdel stehen. Und das ist halt irgendwo ein bisschen schade, weil ich finde, Tanzverbot hat ganz klar gezeigt, wie er sich fühlt. Da, er hat sogar drauf geschworen, dass er die Wahrheit sagt. Und man muss halt auch einfach sagen, anhand des Videos kommt es halt schon so rüber, dass Tanzverbot irgendwo im Recht liegt. Und dazu hat das Revi ja auch teilweise bestätigt, obwohl Revi jetzt noch nicht mal wirklich auf der Seite von Tanzverbot steht. Also keine Ahnung, ihr könnt das so sehen, wie ihr wollt. Und so sagen, wie ihr wollt. Das ist jetzt meine Meinung. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich komisch, wie Unge damit umgegangen ist. Und wie generell viele darauf reagieren, auf die Worte, die der Tanzverbot gesagt hat. Das Einzige, was ich verstehen kann, ist die Meinung von Monte. Er steht praktisch genau hinter den Worten, die ich gerade gesagt habe, weil ich mir gerade den Stream noch angeschaut habe. Ich finde das ziemlich interessant. Mal schauen, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Und ja, damit würde ich sagen, checkt noch gerne meinen Twitch-Account ab. Dort reagieren wir sehr, sehr oft auf irgendwelche Sachen, auf Beefs und so weiter. Link ist in der Beschreibung und natürlich auch als Kommentar, glaube ich, angepinnt. Ich hoffe mal, dass es so sein wird. Danke auf jeden Fall an jeden, der dort ein Follow da lässt. Dort gibt es immer mega nice Streams. Und damit würde ich sagen, haut rein. Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.